Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 mit dem gut aussehenden Alex. Angreifer aus dem Ei. Wir müssen ganz schnell los. Angreifer aus dem Ei. Ganz viel essen. Geile Zeit für Frühstücken. Die Angreifer müssen besiegt werden. Leicht überladen und ich weiß nicht warum. Leicht überladen und du weißt nicht warum? Ja. Das ist jetzt aber ein Problem, weil Angreifer, ne? Und so? Ja, ich bin schon so gut wie unterwegs. Ich muss kurz gucken. Vielleicht ist er bloß legendärer Scheiß, denn. Nicht identifizierter Eindringling entdeckt. Verteidiger der Erde, ich bin Homer. Und ich werde euch bei dieser Invasion aus der Ferne helfen. Diese Geräte saugen menschliche Gehirnwellen ab. Okay, nicht um ihre Kraftfelder zu deaktivieren, müssen wir die Alien Commander hervorlocken und besiegen. Achtet auf die Energieimpulse der Sauger. Die Extraktion von Gehirnwellen kann ein bisschen schmerzhaft sein. Mal lassen. Mitarbeit wird gebeten. Ah, ich hab dich gesehen, dass du da Porter bist. Na, kriegen die mich hier oben schon wieder nicht mit, oder was ist hier los? Ah, jetzt. Warum immer noch? Doch jetzt alles weg. Bin doch schon wieder was nett. Piju. Bin ich nicht hochgekommen. Drum. Die hat mir nicht irgendwas zugeschissen, das wollte ich nicht finden. Mit Raketen kann es doch nicht sein. Ich brauche den ganzen legendären Schrott weggekauft. Ein Alien-Lieutenant beamt sich zu Sauger Kappa herunter. Besiegt den Lieutenant, um das Kraftfeld zu deaktivieren. So ist er dann. Da ist er. Wir waren nicht getroffen. Keine Zeit zu verlieren. Weg mit dem Gehirnwellensauger. Schon dabei. So, der erste Sauger ist schon kaputt, ne? Jetzt ab zum zweiten Sauger. Wir müssen dort einen weiteren Commander hervorlocken. Das gegnerische Raumschiff rekonfiguriert. Achtung vor Raketenschlägen von oben. Hui, hier fliegen Aliens durch die Gegend. Nicht festfrosten hier. Dum. So, die nächsten bitte. So, nachladen. Next. Ich
So. Drei Stück noch. Nur mal die drei. Müsst ihr zwei Commander besiegen. Vorsicht ist geboten. Ne, wo ist dein Commander Nummer 1? Du bist kein Commander. Du bist ein Commander. So schön hintereinander hier. Euch brenne ich doch noch weg. So. Du hängst schon wieder halb in der Bodenversenkung hier. Das Kraftfeld ist deaktiviert. Zerstört den Gehirnwellensauger. Tolle Arbeit bislang. So, zweiter ist auch kaputt. Fertig. Um einen Sauger müssen wir uns noch kümmern. So, 69 haben wir noch. So, wo ist Flatty? Da ist Flatty. Kommt, nun spawnt man ein bisschen fixer hier, ne? Wir haben noch keine Zeit. Auch noch mal was. So, da haben wir auch gleich wieder zwei. Versuchen auszuweichen. Jetzt habe ich mich selbst runtergeschossen hier. So, da haben wir wieder welche. Ich sehe nichts, das war eine Plasmanade. Drei Stück noch. Da haben wir nur ein. Erledigt den letzten Commander. So. Und beendet das Ganze. Dann muss er erstmal runterkommen. Also ich bin schon am Commander, Alex, ne? Ah, ich weiß es, ich weiß es. Ich hab meinen Rucksack zerstört. Wow, wow. Sehe ich gerade nämlich nicht. Gehen wir mal aus dem Weg. Ugh.
Das Kraftfeld des letzten Saugers ist unten. So. Natürlich müssen wir mal nachladen hier. Komm schon. Alles im Slow Motion. Vielen Dank, dass ich euch heute beistehen durfte. Also mehr Zeit konnte ich nicht rausschlagen, Alex. Bei einem weiteren Angriff werde ich euch gerne wieder unterstützen. Ich habe mich sogar eineisen lassen. So, jetzt reicht's ja aber. Mr. Icy. Na gut, jetzt habe ich ihn schon erwischt irgendwo. Anstachelnd Laserpistole. Oh Gott, oh Gott. Na gut, dann nehmen wir hier nochmal kurz alles mit. Oh, gut leer geworden. Ein paar Bömmchen in Ehren, ne? Dann passt das. So, hier mal kurz alle reingeschmissen. Dann passt das auch. Jetzt muss ich nochmal gucken, dass ich jetzt fix meine Leute noch zusammenkriege. Wenigstens die Hauptdailies noch mache. Weil ich wollte auch noch mal ein bisschen basteln. Ich glaub, hier spricht Knappe Rosen. Thunder Mountain ist offline. Ich wiederhole, Thunder Mountain ist offline. Alle Brüder mit Erfahrungen im Bereich Ingenieurwesen bitte umgehend für Reparaturen im Werk melden. Nicht. Die habe ich eigentlich alle gut erwischt. Sei denn... Ah, nee, ich habe nicht alle erwischt. Einer ist im Boden gespawnt. Kriegt ihn mit der Granate raus? Jawoll. Granate erledigt alles. Hätte ja klappen können. So, dann haben wir das. Dann müssen wir da noch einmal schnell runter. Jetzt machen wir hier nochmal eine Schnelltour. Ah, wieder Stimpack-Bug. Auch schön. Oh, da war der letzte? Naja, komm. Ein Kit habe ich noch. Ach Quatsch, warum will ich denn zur... Ja, ich will Vakuumröhren holen und gehe automatisch zur Werkstatt. Das ist so immer dieser Weg. Ich habe schon lange nicht mehr in Galeria die Röhren drinne gehabt. Das meiste waren immer entweder oben Wasserpark oder Flughafen. Die letzte Woche. Allein. So, die Kaputte habe ich. Da haben wir noch eine und dort hinten. So, keine Zeit für euch. Wir haben noch ein bisschen was anderes vor. Du, ich benutze das Ding auch als Strohblinde, ist mir doch wurscht. Ob ich Stimpex-Mangel habe hier. So, ihr auch nochmal? Wo seid ihr denn?
Gut. Hat gepasst. Dann können wir oben einmal abgeben. Zusammenmixen und abgeben. Hattest du auch eine Power-Rüstungsstation oben im zweiten Stock? Das weiß ich gerade gar nicht, Alex. Ich denk's. Ich brauche gleich eine Power-Rüstungsstation im Rusty Peak. Verrückt, dass die ganze Zeit Verräter unter uns waren. Ja, es ist eine O. Gut. Außer sei und andere. Immer nur in Ladebildschirm. Oh, ich habe mich schon wieder so leer geschossen, dass ich sogar schon wieder mit meiner normalen Rüstung laufen kann. Kann ich den... Gut, deine Belohnung. Jetzt... Ja, hier, wenn du Mini-Nukes verschießt, nicht, wie man bei, Angreifer aus dem All, dann knallt das ordentlich in die Munition runter. Also so 60 Stück knallt so locker weg. Noch nicht mal gerade wenig. So... Gut. Stimmt, Generator, da brauche ich noch Fotos und Wortdatei habe ich ja auch bei. Das passt. Kannst du aussuchen, wieder unten oder erster Stock? Ne, nehme ich die im ersten Stock, weil ich weiß ja, wo der erste Stock ist. Und das Ding ist ja relativ klein, das heißt, ich werde es auch finden. Bestimmt. Also, es sei denn, ich gebe hier wieder vom feinsten Blindturtle, so. Ne? Das heißt, ich verdecke meine Augen und versuche dann zu finden, wo das ist. Und stehe direkt davor. Bloß wie komme ich über diese Brücke? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, über welche Brücke du meinst. Weil ich sehe ja sowieso nichts. Bin Fisch lässt grüßen. Jupp. Du hast, je schneller du die Ausrüstung besorgst. Fuchtel nicht so mit deiner Plasmaknarre rum. Du hast also unser... Wir installieren das... So, dann installier das sofort neu. Dann geben wir das da auch nochmal ab. Kriegen wir wenigstens nochmal ein paar Staatsanleihen. Was wir in ein Gold einwechseln können. Um Gottes Willen, ich werde ja bald 900 mit meinem Charakter hier. Mit dem LP-Char. Bald? Ja. Es sind nur noch 15 Level. Die gehen manchmal schneller, als man denkt. Das sind... So, ich habe einmal die Fotos. Und dann wollen wir noch mal gucken hier. Was wir jetzt so Schönes an der Gewerkschaftsrüstung noch ändern können. Ein paar Module habe ich noch. Zeit bis zum Stream habe ich auch noch, um den ganzen Schrott wieder wegzukriegen. Mal gucken. Mal gucken. Aber ich glaube, ich lasse den Jetpack drauf. Nicht setze das nicht noch durch Stimpumpe. Ist mal ein bisschen was anderes. Dann lasse ich die Stimpumpe definitiv auf dem. Auf der Bagger. Und hier hat schon wieder jemand einen Chemikalienanzug fallen gelassen und konnte den nicht wegpacken anständig. Wer war denn das?
Schlimmer Finger, du. Tritt sie fest. Tritt sich fest, der ist doch schon weg. So, dann wollen wir mal gucken hier. Gewerkschaft. Und dann wollen wir mal ein bisschen basteln. So, wir haben auf dem Arm... So, ja, Set-Bonus muss ich ja nicht gucken. Stärke. Langsamer kaputt. Chamäleon. Hier haben wir Kryo. Stillstand. Ah, der Torso hatte... Ist zwar Jägers geworden, aber das ist egal. Und Strahlenresistenz. Aber Waffenreduzierung schon mal. So, dann haben wir hier linkes Bein mit Roboter-Feuerresistenz. Und hier haben wir Schrottgegenstände. Gut, erst das linke Bein machen wir. Das linke Bein. So, machen wir uns erstmal ein Beinchen. Jetzt wollen wir erstmal gucken, wo ist denn das jetzt? Da. Den Fisch lässt grüßen. Killers. Nee. Dann machen wir uns ein nächstes Beinchen. Und bekommen Mutantentöters. Nächstes Beinchen. Energie, Intelligenz, nee, Mutanten. Nächstes linke Bein. Gewicht von Munition, getarnt, Explosionsschaden. Kryptidenjäger wie Calvin Van Loo sind die schlimmsten. Dass er bekommen hat, was er verdient, ist die Untertreibung des Jahres. Ich mache ein neues Beinchen. Ich will schon Gewicht von Waffen haben. Stillstand, viel Gras, auch nicht. Chamäleon, Explosion. Ich krieg zwar immer schön Explosion auf dem zweiten, was optimal ist gerade für mich. Bin ich sogar gar nicht so schlecht auf einer Power-Rüstung. Aber Gewicht von Waffen brauche ich schon. Lass es einmal Räumungsbescheid sein und ich komme nicht vom Fleck. So, auch nichts. Machen wir das nächste. Ghoul-Töters mit Feuerschaden, auch nicht. Machen wir das nächste. Kälteschaden und Intelligenz, auch nicht. So. Killers mit verringertes Gewicht von Waffen. Wunderbar, das bleibt drauf. Dann machen wir da gleich wieder kalibrierte Stoßdämpfer drauf. Dann darf das bleiben. So, jetzt haben wir hier rechtes Bein, AP, stärkend. Und Schrott. Na, Schrott kann man erstmal drauf lassen mit AP. Wir haben hier noch linke Arm, wo nichts drauf ist. Und rechter Arm, wo nichts drauf ist mit Gewicht. Das heißt, ich mache erstmal den linken Arm. Wenn man sich im Ödland verläuft, kann man immer den Himmel als Karte nutzen. Der Wind mag sich drehen, aber der Polarstern führt einen nie in die Irre. Autostim, Explosion und reduziert beim Blockenschaden. Aha, schade. So, nächster linker. Vorhut, Giftresistenz und Sprinten. Nee. Ich hoffe, ich kriege das bis zum Sankt-Nimmerlein-Tag alles noch weg. Heils außerhalb des Kampfes schleicht Strahlung, nachtaktiv. Nee. Gewicht von Waffen. Komm schon. Wir wollen eine anständige Rüstung haben. Wenigstens erstmal zum Lagern. Fanatiker. Gewicht von Schrottgegenstände. Und nicht so das Wahre.
Waffen. Gewicht von Waffen reduziert. Okay, ist zwar wieder ein Jägersding, aber egal. Und Feuerresistenz, naja. Hauptsache erstmal Gewicht von Waffen. So, wir haben jetzt aber relativ viele 45er-Teile. Die muss ich ja auch noch bis Sonntag alle einschmelzen. Dementsprechend lassen wir das jetzt erstmal so. Ist aber schon mal zwei Sachen, die fertig sind. Wie viele Module habe ich jetzt noch übrig? Boah, 17. Die wäre da jetzt nicht mehr bei rumgekommen. Gut, das heißt, meine Rüstung macht mich jetzt schon mal ein bisschen leichter. Ne? Ja. Ja. Popcorn! Geklaut. Was? Ich hab den Popcorn geklaut. Ich hab den Popcorn geklaut. Gut, aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn. Tschüssi.